schönen guten Morgen. Heute kommt ein neues Video von mir. Und zwar war vor ein paar Tagen unsere Hufschmiedin da, die Isabel Warner, die kommt einmal die Woche. Und die habe ich etwas interviewt zum Thema Beschlag. Und ich habe mir schon überlegt, daraus vielleicht eine kleine Serie zu machen. Schaut mal hier rein, das erste Video. So, heute ist bei uns der Hufschmied, beziehungsweise die Hufschmiedin. Isabel Warner ist unsere Hufschmiedin, die hat auch ordentlich zu tun. Wir haben rund 80 Pferde auf Eisen. Hier wird gerade dem Rösti der Beschlag abgenommen, denn er geht gleich ins Röntgen. Hier warten schon die nächsten Pferde auf ihren Beschlag. Und der Beschlag ist ja vor allem beim Gangpferd relativ wichtige Geschichte. Deswegen werden wir die Isi gleich mal fragen, worauf man dann so beim Beschlag achten muss. Ich wünsche mir jetzt für diese Fragerunde hier. Die erste Frage ist jetzt, wenn jetzt ein Käufer ein neues Islandpferd hat, worauf muss er achten, wenn er zu seinem Schmied geht? Nicht jeder hat so einen tollen Islandpferdeschmied wie wir. Also deswegen ist es ganz wichtig, was muss der Kunde seinem Schmied sagen, wenn er sein Pferd schenkt? Ja, also das Besondere bei den Isländern ist ja, dass man auch gerne auf hartem Boden trainiert, wie zum Beispiel die Ovalbahn. Und da ist es üblich, dass die normalerweise 4 Eisen haben. Das ist die Besonderheit zu den meisten anderen Pferderassen. Die haben entweder meistens keine oder vielleicht vorne 2. Genau. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, sind die eher steil oder flach, die Füße. Und ja, bemerkt man beim Reiten Eigenarten, Stolpern, Schmieden. Oder sind die eher fühlig vielleicht auf hartem Boden? Und ja, da kann man dann viele Kleinigkeiten auf den Beschlag optimieren. Mhm. Was man natürlich auch immer wieder individuell ändern kann, nach Ausbildungsstand des Pferdes. Zum Beispiel, wenn man das Pferd eintöten möchte, kann man zum Beispiel hinten schwere Eisen drauf machen, vorne den Abrollpunkt verändern. Ja, genau. Und ja, dann ist es halt wichtig, dass man den Schmied immer auf dem Laufenden hält, ob sich was verändert, weil sonst kann man auch nichts ändern. Also man muss halt schon genau wissen, was so beobachtet wird und genau. Okay, Isi, hast du zum Beispiel ein Beispiel? Kannst du uns ein Beispiel nennen, worauf zum Beispiel, jetzt haben wir hier dieses Pferd, das ist die Aida, eine 5-Gang-Stute, ein Privatpferd. Was bei uns eingestellt ist, kannst du zu der Stute was sagen? Ja, genau. Also bei der Stute ist es sehr wichtig, als ich die übernommen habe, war sie sehr flach. Also das heißt wenig Trachte, lange Zehe. Das sieht man jetzt hier schon. Habe ich jetzt gut gegengearbeitet mit dem gestreckten Verlauf der Wand. Und genau, jetzt kann man das nochmal von unten zeigen. Hier sieht man, dass so gut wie gar keine Trachte vorhanden ist, was in dem Sinne auch nicht schlimm ist, nur das darf halt nicht noch weniger werden. Genau, dann muss man halt darauf achten, dass die Zehe nicht zu lang wird, die Zehenwand nicht zu dick wird. Und ja, dann kann man das Eisen halt auch noch optimieren. Also ich habe mich jetzt hier Kappen entschieden. Dadurch kann man das Eisen weiter nach hinten legen. Das heißt, das Pferd kann schneller abfußen. Hier sieht man die beiden Kappen und habe hier noch eine Zehenrichtung angeschmiedet, sodass der Abrollpunkt dann schneller erfolgen kann. Wenn es ein Fünfgänger ist, habe ich jetzt vorne die Zehnereisen genommen, also die schwereren Eisen. Und jetzt hoffen wir, dass wir das damit in den Griff kriegen. Ja, danke schön, Isi. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Also das erste Video aus unserer neuen Beschlagsinformationsserie mit Isabel Warner. Nächste Woche kommt Video 2.